Seid gegrüßt, Freunde! Willkommen zurück zur Let's Play Serious Sam 2! Ja, auf nach Kingsburg! Da wollte ich schon immer mal hin. So, hier weiß ich allerdings noch ein Geheimnis. Wie viele haben wir eigentlich insgesamt? 3, okay. Genau. Serious Damage. So, damit rocken wir das jetzt hier richtig. Und das ist sogar ein Part. Warte mal, da kann ich eigentlich auch, um Munition zu sparen. Genau. Das ist sogar ein Part, wo ich alle Geheimnisse kenne. Unglaublich, ich habe es mir behalten. So, und mit Serious Damage und einer Minigun kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Das müssen wir jetzt richtig ausnutzen. Aber richtig. So. Wow. Kollege. Das machen wir so. Ah, shit. Ist vorbei. Okay. Ja gut, aber das ging noch einigermaßen. Ja, cool, cool, cool. Machen wir. Halt! Nein. Spring! Ich wollte den Wagen haben. Dankeschön. Der wird nicht benötigt. Diese ganz heroische Musik, ne? Ganz doll heroisch. Ganz toll in die Trompeten blasen. Ich fühle mich jetzt schon so ein bisschen royal, ne? Nur so ein bisschen. Was hier aber auch wieder angedackelt kommt, ne? So, jetzt wird meine Nase. Ich habe natürlich voll die Ladung kassiert. Hi. Es ist auch gar nicht so einfach, diese Hubschrauber zu erwischen, weil, also wenn die zu weit wegfliegen, dann kriegst du die halt kaum. Weil die Fluggeschwindigkeit der Geschosse ist natürlich jetzt nicht damit zu vergleichen, was aus der Minigun da rauskommt, ne? So, noch einer. Ja, und diese Flugzeuge, diese Jäger, was auch immer, die gehen mir richtig auf die Eier. Dieses Tschü-tschü-tschü-tschü-tschü. Keine Ahnung, es hört sich anders hätten, keine Ahnung. Würden zwei Wellensittiche vögeln. So hört sich das an. Hört man es nochmal? Ja, kommt da. So. Sorry, ich konnte euch den Sound nicht nochmal geben. So, hier ist das nächste Geheimnis. Ja, gut. Ah, da ist er nochmal. Und dagegen geprallt. Okay. Weiter geht's. Hau ab da, ey. Genau, bitte einfach dagegen. Okay, hier haben wir noch ein neues. Das nutzen wir auch gleich mal. So. Ach, scheiße. Na gut, egal. So, dann wollen wir mal loslegen. Und dann holen wir uns gleich das letzte Geheimnis hier. Okay. Und zwar. Ist es nicht das? Nein. Ach, nee. Wir haben ja eh volles Leben. Sondern es ist hier. Oh, 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 oh. Genau. Bleib bitte oben.
Ja, und damit haben wir alle Geheimnisse hier. Das ging ja recht fix, ne? Ja gut, also die Verstecke sind jetzt nicht so anspruchsvoll, muss ich ehrlich gestehen. Da haben die das in den anderen Teilen ein bisschen besser gemacht. Was ist das? Hallo? Nehmen wir das andere, das ist ein bisschen frischer. Oh, da ist noch was. Moment. Jetzt kriegen wir hier Leben ohne Ende. Oh, oh, oh. Ja, genau, in dem Pushy. So muss das sein. Okay. Aber was da angeflogen kommt. Hat die Bombe gerade wirklich gerade den Jäger getroffen? Das wäre natürlich so ein Epic Fail. Ja, hier geht's auch nochmal richtig los. So, komm mal her. Ich bin hier. Ist gar nicht so leicht, hier zu treffen, ne? Also die Flugzeuge gehen mir gerade so ein bisschen auf die Eier. Schön. Boah, ganz genau. Hast du schön getroffen. Dein Bombenteppich. Ey. Also jetzt komm mal her. Hinter mir ist einer. Hallo? So, komm mal her. Ich treffe die nicht. So, jetzt aber. Komm her. Ich bin hier. Hallo. Mein Finger tut etwas weh. Kurze Pause. Oh, die haben mein... Nee, da ist es noch. Ey, kriegst du nicht. Ist ja furchtbar. Ja. Stress. Dahin. Ja, hallo? Okay. Schwarzes Loch. Mysteriöses schwarzes Loch. Boah, 15 Leben noch. 3, 0. Hallo? Was kommt da aus diesem Loch raus? Ein Dämon, ein Untoter.
Aber Einstein oder Stephen Hawking, man weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. Vielleicht sogar der Teufel persönlich. Oh, ja, hallo. Also eine Rakete von dir möchte ich nicht so gerne abbekommen. Ich denke, das kannst du verstehen. Noch einer von hinten, okay. Ich verzichte dankend. Okay, jetzt hat er gerade anscheinend eine Zitterpartie. Ist anscheinend ein Epileptiker. Ja. Stirb endlich! Boah. Jetzt nur noch die Kleinen hier. Ey! Komm jetzt her. Endlich. Der ist weg. Okay, anscheinend begatten die sich gerade. Hat man auch selten unter Hubschraubern gesehen. Oh, da ist noch was. Okay, jetzt kriegen wir aber Leben bis zum Gehen. Okay, scheiß drauf. Ich fahre jetzt einfach zum Tor. Kein Bock mehr. Speichern. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Tja, warum die gerade einen Lachkrampf bekommen haben, ist mir nicht ganz klar. Wird sich bestimmt noch herausstellen. Vielleicht haben die gar keinen König, das könnte ja auch sein. Ja, er hatte eine schöne Nacht. So, wir sind sogar auch eingeladen, das ist ja geil. Warum in aller Welt hast du mich gestern Nacht ausgeschaltet, hä? Ich meine, du hast das noch nie zuvor gemacht. Ich erinnere mich, dass eine Leiter heruntergeworfen wurde und eine Frau. Ich wusste es. Du hättest mich wenigstens hören lassen können, was sie zu sagen hatte. Schon klar, wer bin ich schon, dass ich wüsste, was gestern Nacht passiert ist, oder? Du musst nur einen Weg zur Felsenküche finden und das ist alles, was ich zu sagen habe. Oh, da ist jemand richtig angepisst. Ja, das muss ein bisschen sensibler anstellen, Sam. Ein bisschen sensibler. Gut, wir schauen mal. Wie viele Geheimnisse haben wir hier? Auch wieder drei. Okay. Da ist nix. Zack, Rip.
Ist das tschechisch? Kroatisch? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ein Teleporter. Geheimer Teleporter. Sehr geil. Und das war hier. Genau, hier haben wir Kohle. Granaten. Rüstung. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Munitionstechnisch können wir auch nicht meckern. Boah, Scharfschützen, wir haben ja 50. Gut, das werden wir brauchen. 50 Muni. Speichern. Ein Schatz nochmal. Guck mal, jetzt haben wir wieder nur 3 Leben, ne? Das finde ich ein bisschen beschiss. Wir haben eben die ganze Zeit richtig Leben gesammelt. Aber, naja. Nicht cool. Tja. Nee, okay, hier ist echt nichts. Alles klar. Bin ich aufgeklärt. Dann bin ich aufgeklärt. Oh. Ja, diese Elvis-Fresse, ne? Okay, gehen wir weiter. Was erwartet uns hier? Oh. Habt ihr das Grinsen gesehen? Die wollen mich, aber ich will nicht. Die locke ich jetzt mal ganz frech zu Sam. oh Mann, ey. Ich probier's mal. Ah! Okay, das sind doch etwas viele. Wahnsinn! Upp. Die Musik ist schon geil, wie teilweise richtig krass geloopt die ist. Und teilweise auch so abgehackt, ne? Dass die 3 Schüsse aushalten, ne? Das ist der Wahnsinn. 1, 2, 3. So, das war's jetzt aber. Mann! Speichern? Ja. Gott, habe ich mich erschrocken. Hallo? Wie viele denn noch? Das war jetzt nicht so cool. Okay, nix drinne. Oh, Spinn. Autsch. Tüdelüt. Was kommt hier? Oh, nee, noch mehr. Joa, das hat gesessen. Was? Okay. Warum hier? Okay. Okay, das war jetzt mir noch nicht bekannt. Das kenne ich zum Beispiel überhaupt noch nicht. Mit dem Serious Damage. Ja. Wieder was dazugelernt. Jupp. Wenn wir richtig ausnutzen, können wir es auch nicht, ne? Okay, doch. Können wir. Können wir, definitiv. Oh, Leben, bitte. Schnell. Fast. Rüstung, geil, danke. Haben wir eigentlich. Ne, wir haben jetzt alle. Was zum. Eieiei. Nö, nicht die. Nein. Help. Ganz verzweifelt. Ey.
hoffe, ich nehme meine meine Munition auch gleich mit in das nächste Level. Hau ab. Roll weg, Ball. Kommt das jemandem bekannt vor? Wenn nicht, habt ihr den letzten Star Wars Teil nicht gesehen. Okay, ja, mit der Shotgun geht das eigentlich ganz gut. Wo willst du hin? Da rollt immer noch was, aber... Oh, Leute. So, das war's jetzt aber, glaube ich, auch. Hoffentlich. Okay, ja. Oh. Mensch, da kommen wir heute richtig gut voran. Ich bin begeistert. Ist da eigentlich noch was versteckt? Nee. Dann wollen wir mal. Ich glaube... Hat jemand damals Unreal Tournament gespielt? Ich glaube, da gab es auch sowas. Wow, sogar in 7 Minuten durch. Das ging ja ganz gut. Palump. Sehr schön. Ab in der Kanalisation. Geil. Ha, ich wusste, dass wir früher oder später in der Kanalisation landen würden. Ah, aber ohne Macht ein Spiel doch keinen Spaß. Aber nachdem wir in diesen Hinterlassenschaften gelandet sind, sollten wir umso schneller einen Ausgang finden. Falls es dich beruhigt, werde ich dir sagen, dass das keine gewöhnlichen Fäkalien sind. Nein, es ist königliche Kacke. Und ich frage mich, was Mentals Truppen hier machen. Ein Hauptquartier einrichten? Bei Cleus würde ich das verstehen. Die haben keine Nasen. Aber was ist mit den anderen? Man weiß es nicht. Sich nach dem Wie, Warum, Weshalb zu fragen, das ist in... Das sollte man in Serious Sam nicht machen. Okay, Munition sieht ja richtig geil aus. Clear ist dann auch wieder am Start, natürlich. Dynamite. Wir brauchen Dynamite. Ja. Was sagt das hier? Nur ein Geheimnis? Okay. Das ist aber rar, ne? Ist ja so gut wie gar nichts. Haben wir auch schon ein bisschen spät reagiert, ne? Spring hoch. Okay, Dynamit haben wir. Aber auch Rage sieht einen Gegner, ne? Muss ich jetzt auch nochmal an der Stelle sagen. Na gut. Anbringen, weg. Weg, habe ich gesagt. Okay, dann haben wir hier einen Okay, ich nehme alles zurück mit Rageseed. Ist ja doch ein bisschen Rageseed hier, ne? Ja, sorry, hier ist nix. Ist das nun Kanalisation oder eine Grabstätte?
Normalerweise ist das ein Unterschied, ne? Sagen wir einfach Katakomben. Hm. Was ist denn da hinten? Gibt es jetzt zwei Wege nach Rom? Ich weiß es nicht. Was ist... Okay. Aha, kann ich nicht hin. Interessant. Was ist hier? Boah, das ist bestimmt ein Geheimnis, oder? Das ist doch, oder? Wenn ich hier das aufnehme, dann geht bestimmt doch... Nee. Gut. Wäre auch jetzt... Nee, Geheimnis wäre auch ein bisschen Schwachsinn. Dafür war es jetzt viel zu offensichtlich. Hä? Hast du das schon? Aha. Aha. Und hier? Ja. Ah. Speichern. Was kommt hier? Na. Okay, das wollen wir doch schön lassen, ne? Ich wollte mir die Munition eigentlich aufbewahren für die Clears etc. Aber komme ich anscheinend nicht drum rum. Nicht beißen! Was, Munition voll? Darf ich hier raus? Danke. Speichern. Okay. Okay. Granaten. Was kreischt denn hier immer so? Mensch, nichts los. Okay. Okay, das ist jetzt doch etwas verwirrend hier. Speichern. Ich sichere jetzt erstmal ab hier. Oh, Leben. Danke. So, wir nehmen natürlich alles mit. Wunderbar. Gut, aber uns fehlt trotzdem noch ein Geheimnis, ne? Ha. Komisch, komisch. So, hier war ich jetzt noch nicht. Okay, auch kein Geheimnis. Was ist hier das? Ich kann sie nicht schreien sehen, aber ich kann sie hören. Außerdem hat sie nicht geschrien. Soll ich runterkommen oder was ist los? Was willst du, Mädel? Was machst du eigentlich ganz allein hier unten? Ja, kein Ding, kein Ding. Uncool.
Wir wollen doch nicht auf das kleine Mädchen. Ihr Pedos, ihr. Stop it. War es das jetzt mal? Okay, das ist scheiße. Wo bist du, Mädel? Okay, hast du wenigstens eine Belohnung für mich, dass ich dich... Ein Leben. Speichern. Fresse. Sonst hast du nichts für mich? Hm. Gut, da sind wir jetzt rausgekommen. Was, die Tür ist verschlossen. Wieso patrouillieren die ja hier? Ich muss die erst abknallen, oder was? Was wäre jetzt da hinten gewesen? Also in gewissen Ländern wäre sowas nicht erlaubt, ne? Also nichts gegen gleichgeschlechtliche Liebe, um Himmels Willen. Ich bin ja total tolerant, was das betrifft, aber... Zombie und Ork? Beides Männer? Geheime Homo-Hochzeit unterbrochen. Geheime Homo-Hochzeit. Okay, okay, okay. Sorry, sorry, sorry. Anscheinend wurde der Ring noch nicht übergeben. Die Braut wurde auch noch nicht geküsst. Alle down? Oh Gott! Schade, den kann man nicht töten. Nun ja. Nee, kann man nicht töten. Nun gut. Dann haben wir das erfolgreich unterbrochen. Okay, dann hier hoch jetzt. Fresse! Ja, schon wieder hier zwei Möglichkeiten, wo ich längs nicht längs gehen kann. Okay. Na, was spawnt? Okay. Speichern nochmal. Was erwartet uns hier? Speichert nochmal. Okay, hier kommt da richtig was angewatschelt. Aber richtig. Dreizehn Leben, uncool. Und umsteigen, bitte. Okay, wir arbeiten uns mal ein bisschen vor. Speichern natürlich. Wann sind wir jetzt hier bald mal raus? Okay, da scheint er nochmal so richtig Loot hier abzugehen. Okay, ich habe nicht so viel Leben, Leute. Gott, ist diese Statue hässlich. Ich habe 13 Leben. Was soll ich mit 13 Leben machen? Okay, ich glaube, das wird nochmal richtig schwierig. Ja, es wird richtig schwierig hier nochmal. Okay.
Genau, kommt mal ein bisschen näher. Okay. Ja. Ich finde es sowieso ganz angenehm, wenn man ein bisschen mehr Leben hat. Aber wo kann ich mich denn alternativ einfach verstecken? Jetzt habe ich auch nicht mehr so viel Muni, ne? Aua. Genau, komm mal alle ein bisschen näher, bitte. Oh. Ich komme dir mal entgegen. Oh, schon besser. Wesentlich besser. Speichern. Ich glaube, das ist auch... Ja, ich müsste jetzt Feierabend machen, aber wir machen das hier jetzt auf jeden Fall hier noch fertig. Und cool, speichern nochmal. Ja, ich werde versuchen, erstmal komplette Muni wie die Shotgun rauszuhauen. Oh, erstmal treffen. Hallo. Autsch. Dieses Schreien immer, der... Schrei! Ja, daneben. Okay, das ging ja auch noch. Leben haben wir hier nochmal, sehr schön. Das wird jetzt nochmal richtig spannend hier wahrscheinlich. Au. 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 Alter. Ich finde, ich halte mich noch ganz gut. Noch. Wie lange ich mich noch halte, weiß ich nicht. Aber im Moment geht's. Okay. Es geht, es geht, es geht. Speichert. Noch mehr. Wow. Ja. Okay. Wenn jetzt auch noch die Kleinen kommen, wird das... Wechselst du bitte? Ein bisschen scheiße. Ein bisschen sehr... Oh, heilige Kacke. Speicher nochmal. Vielleicht doch lieber der Trommel-Shotgun, whatever. Ah, gegen eine Säule zu rennen ist auch nicht so ganz geil. Alter, schon wieder eine Säule. Alter! Stopp! Ey, was? Ich renne hier gegen 2000 Gegenstände und kann nicht richtig ausweichen. Ich kann nichts machen. Aber wir haben ja noch eine Serious Bomb, ne? Im Fall des Falles. Genau, friss dich mal bitte durch den da durch. Das ist eine sehr gute Idee. Ey, schon wieder, ne?
Ey. Verpisst euch. Mann. Ey. Das ist ein bisschen heavy. Hallo, Schlüpf. Ich treffe hier auch nicht so ganz. Au! Aua! Oh. Aber kommt noch mehr. Aber es sind schon weniger. Es wird. Oh, speichern bitte. Oh Gott sei Dank. Tja, du hast das arme Mädchen gerettet und du hast armselig gezielt. Vielleicht, weil du eine Nacht mit dieser moralisch verkrüppelten Frau verbracht hast. Jetzt musst du nur noch die Schlosstore erreichen. Du wirst sie vielleicht wiedersehen, oder? Natürlich, denn hinter den Schlosstoren ist eine ganz große Hochzeitsfeier und du bist natürlich eingeladen. We need to find four of the greatest singles of all time if we want to impress the king. Have a look around, see what you can find. Yeah. There's only one true. Genau, das sind natürlich wir. Ja, also wir müssen vier goldene Schallplatten finden und damit wir auch weiter können, damit das Tor geöffnet wird. Also einfaches Prinzip. Finde hier, gehe da. Ne? Ja, das machen wir dann, würde ich sagen, im nächsten Part, wenn es dann wie heißt Let's Play Serious Sam 2. Also haut rein, bis denn und ciao.